So, damit willkommen zu einer neuen Folge bei ETS 2, der neuen, Spedition. Das ist neue Spedition, Alter. Aber bald mit dem Punkt 1.50 Update, solange die Beta-Phase bald fertig ist. Und ja, wir haben zwei neue Funktionen oder eine Funktion neu am Start. Das heißt, es gibt eine Live-Tracking-Map und wo ihr mich dann quasi immer auf einem Stream quasi seht, wo ich bin quasi. Und der normale Auftragsstatus, der hat sich natürlich auch noch mit hinein gefuchst und geblieben. Und warum sagte ich gerade zwei neue Funktionen? Ja, hatte ich auch schon gedacht. Naja, das war ja das eine. Ja, um mir aber trotzdem ab und zu noch ein bisschen auf den Deckel zu hauen, das kann man halt immer noch. Ne? Dafür habt ihr ja die Tomaten im Stream, wo ihr mal auf mich werfen könnt. So, genau. Das Laden ist abgeschlossen. Wir sind von Berlin auf dem Weg nach Tortu. Das ist Giveca. Das ist eine interessante Frage. Wegen Multiplayer und Verifizieren. Es geht nur auf dem Server. Unsere Spedition hat einen eigenen Server gesponsert von jemandem anders und mit dem Logo, das kannst du dir, also Singleplayer spiele ich jetzt gerade momentan, aber hast du zum Beispiel einen Server, wenn du über die Serverliste gehst, also hier Convoy, kennen wir ja alle, und ich gebe da jetzt erstmal NTG ein, das heißt, man muss das Ganze laden. Und dann geht das über den ETS 2 Studio. ETS 2 Studio hat die Möglichkeit, dir zu bieten, dass du deinen eigenen Skin machen kannst. Ja, also den gibt's nämlich, der wurde, ja, habe ich mir schon gedacht. Und ich würde dir gerne einen YouTube-Kanal empfehlen. Und zwar ist es der liebe Atze Gaming. Falls du dir das Skinnen selber beibringen möchtest. Achtung. Upp. Oh ja, willkommen in meinem Creator-Dashboard. Falls du nicht abonniert habt. Kleiner Support ist auch immer gern da. So. Und zwar der liebe Atze Gaming. Hat eine Playliste, wo alles exakt beschrieben wird, was da alles gemacht wird. Ne? Von Garagenschild, was ich auch habe, besitze, bis hinunter zu, oh, keine Ahnung, Paintjobs, Hacks, auch mit neuen Sachen, eigenes Lichterschild. Also die könnt ihr euch gerne mal einfach auf YouTube, Atze Gaming, und könnt damit reinschnuppern. So. Aber nichtsdestotrotz. Moin, Justin. Wie gesagt, ich bin gerne auch für ein paar Streams, für Tutorials auch gerne. Mache ich auch. Wie gesagt, heißt Tutorials, aber gemeinsam in LKW zu skinnen. Ich habe halt Vorlage von SCS. Also es gibt ja auch da sehr viele unterschiedliche Mods. Ich muss zum Beispiel mein Modstudio aktualisieren. Aufgrund, weil das halt so wenig ist. Oder weil es halt veraltet ist. Und deswegen, ja, freue ich mich auch da schon wieder, weil der LKW hier, der kriegt nach oben so eine Leitbarke. Und da wird man das Ganze auch nochmal gucken, wie das dann so aussieht. Jo. Justin, auch erstmal einen schönen Donnerstag. Schön, dass du auf jeden Fall da bist. Ich hoffe, du hattest auch eine angenehme Nacht. Und wir sind auf dem Weg nach Tortu. Achso, beim Betrieb.
Kannst insgesamt. Oha, hallo? Das denn? Was machst du wieder? Heißt es, ich muss hier gleich mal wieder ein paar Kilometer fressen, ne? Bei OMSI 2. Ich hoffe, das mit dem Ton ist einigermaßen klar, dass man da ein bisschen was. Hat der überrot, der Sack? Was geht bei dem ab? Ah, viele Kilometer. Oh ja. Das habe ich extra schon von dem Trigger hier ein bisschen die Geschwindigkeit runtergestellt. Aber dass es nicht so schlimm ist, wenn ich so hin und her wackel. Weil es doch ein bisschen angenehmer. Ja. Aber ja. So, also so mit diesen Live-Maps, mit dem Auftragsstatus etc., was wir da jetzt gerade neu ausprobiert haben, das Ganze wird natürlich auch mit dem Flugsimulator natürlich auch gesehen, dass ihr quasi mit den Kanalpunkten, die ihr bei mir verdient, oder wenn ihr dazu schaut, dass ihr die Möglichkeit habt, auf jeden Fall so eine kleine Live-Map zu haben. Vielleicht könnt einer, oder Justin, könnt einer gerade mal die Map aufrufen. Damit ich das mal sehen kann, ob der Punkt überhaupt noch da ist. Ups. Während ich da am Fahren bin. Da bin ich halt ein bisschen auf eure Mithilfe angesprochen. Ja, es stehen wir noch in Berlin. Haha, toll. Ja, die Live-Map da. Nämlich natürlich das, was ich meinte. Normalerweise sollte der Punkt direkt mitfliegen. Probier das jetzt nochmal bitte. Vielleicht klappt sie jetzt. Also ich habe es extra über die Browserquelle aktualisiert. Oh, er macht es nicht. Warum macht das nicht? Nein. Jetzt noch einmal. Ja. Also der Punkt sollte sich auf jeden Fall bewegen, ne? Das ist halt der wichtigste Teil in der Sache. Ach, Junge, Junge, Junge. Bewegt sich der Punkt mit, ist es super. Dann passt das.
Schatz, hat es gestern bei dir auch gehagelt? Ich habe gar nichts mitbekommen. Also gestern nach dem ACC, also ich habe dann gestern auch Cordonas ein bisschen mitgeguckt im Stream. Ich bin dann aber irgendwann so müde geworden, dass ich eingeschlafen bin während seinem Stream. Das heißt nicht, dass es langweilig war, aber ich war einfach so groggy vom ACC gestern. Aber wie gesagt. Deswegen habe ich auch gar nichts mitbekommen gestern. Vom Hagel oder so. So. Habe ich dafür nicht meine Mautgeräte da vorne? 30 Tage 100.000 eingefahren habe. Ja, das. Justin, lass den Multiplikator mal weg. Dann können wir weiterreden. Der Gangster da, ey. Haut hier eine Sache nach der anderen hier raus. Glaube ich dir. Das glaube ich dir. Hey, aber ich habe heute Morgen gemerkt, dass selbst für ATS 2, ne, oder OMSI, das sind der Sport, es gibt ja eine neue Version. Genauso für Truckers Pro gibt es ja auch nochmal eine neue Version. Wo ich gedacht habe, ey, was geht denn da jetzt ab, ne? Also. Ach, seh mal an, der Punkt. Warte. Ja, du hast ja auch genug Zeit, oder? Du hast ja genug Zeit, mein Lieber. Ja. Naja. Hey, also zumindest sind heute meine wie nennt man es, die Debris da bei der Skala von 3, ne? Also da geht's ja einigermaßen, aber ja. So. Aber was gibt's Neues von der Version von unseren Bussen? Ich meine, Repaint habe ich ja nur, wo ich letztens mal gefahren bin, wie gesagt, die Freitagsfolge, ne? Die kommt ja. Da kommt die mit EOMSI raus. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber. Irgendwas habe ich da gesehen, dass ich noch die neuen, also noch das Sparkassenwerbung drin hatte. Aber ich wollte nochmal ein extra Video machen, um die ganzen ESG-Busse da vorzustellen, ne, mit den neuen. Wisst ihr, wie das entspannt mal tut, wieder ein bisschen ETS zu fahren für die Späti. Das tut richtig gut. Wahrscheinlich nochmal ein großes Update mit 9x6. Oh, das wäre nicht schlecht. Das wäre natürlich nicht schlecht. Aber hey, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es jetzt am Wochenende wird hier mit dem Rennen. Ich habe ja gestern noch
bei Humor gesehen wegen Bratwurst, alter Schwede, ey. Da war ja ein bisschen Übung, ey, in der Strecke. Also ich werde vielleicht ein Bremsklotz sein, aber mit dem Mod, den ich da gefunden habe, schmeiß nur Fehler. Okay, ja, schade. Ja. Muss man mal gucken. Ach. Fahr mal hier rein. So. Also ich habe ja eher nochmal gedacht, dass wir uns nochmal zusammensetzen könnten, wenn wir Zeit haben, um ein bisschen nochmal ein paar Werbematerialien zusammenzusuchen, vor allem gerade für die ganzen Kanäle oder so. Erst nach dem jetzigen Update habe ich erstmal keine Lust mehr. Okay, ja gut, also kein Problem. Also ich habe ja selber dann noch den Skin dazu, die Skins. Da kann ich ja auch noch ein bisschen was experimentieren. Aber die Grundbasis, die nehme ich dann halt quasi erstmal, aber mal schauen einfach mal. Mal schauen jetzt einfach mal. Mir ist erstmal wichtig, dass heute mal die zwei Funktionen da, die eine Funktion erstmal funktioniert. Und auch das mit den CCA, ne, dass das im OMSI einigermaßen angezeigt wird. Aber ist schön. Das ist toll. Das freut mich, auf dem aktuellen Stand zu sein. So. Aber ich bin mal auch mal gespannt, wie das so auf den Videos sich dann später anhört. Wenn wir erstmal die Aufnahme dann schneiden. Das ist ja quasi dann der nächste Stop. Aber ja. Ja, Justin, da haben wir unser Jubiläum, ne? Für die rein Silbergold muss man auch mal planen, ne? Ja. Oh, lässt er mich rüber? Lässt mich rüber, sehr schön. Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe einfach gedacht, man könnte ja für das Einjährige am 23.04. Leute, ich hätte nicht gedacht. Ich hätte wirklich nicht gedacht. Das hat mir Justin nur im Discord geschrieben. Ich habe so, guck so auf die Nachricht. Ey, was ist denn jetzt los? Was, schon ein Jahr? Boah. Ja, es ist aber wirklich so. Unser Busbetrieb hier beim BBS, seit dem 23.04. diesen Monat sind wir schon ein Jahr. Ein Jahr, ey. Ja. Das ist schon was, ey. Also es freut mich auf jeden Fall. Ja, es kam mir auch nicht so lange vor, aber es ist wirklich so. Ich habe nochmal nachgeschaut, ne? Also